Ja, warum ist es so schwierig, die Anreize richtig zu setzen? Im Prinzip ist es einfach. Wir wissen, wir wollen eine gute Versorgung für die Patienten und ein finanzierbares System. Schwierig ist, dass es so viele unterschiedliche Gruppen gibt, die zusammenarbeiten müssen, um eine gute wirtschaftliche Versorgung zu erreichen. Und diese Gruppen haben ganz unterschiedliche Interessen. Also die Krankenkassen sind sich zum Teil miteinander nicht grün, haben deutlich andere Interessen teilweise wie die Leistungserbringer. Die Leistungserbringer, also Ärzte, Zahnärzte, Pflegekräfte, Psychotherapeuten, haben gemeinsame, aber auch gegensätzliche Interessen. Dann gibt es Gesundheitsunternehmen wie kleine kommunale Krankenhäuser, große Krankenhausketten, international aufgestellte Pharmaunternehmen, also ganz unterschiedliche Player mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und wenn man jetzt so ein System über Anreize steuern will, dann muss man ja erstmal gemeinsame Ziele vereinbaren und dann noch sagen, mit welchen ganz konkreten Maßnahmen steuern wir die Ziele an. Und solch ein Konsens ist schwer zu erreichen. Und die größte Gruppe sind eigentlich immer die Vetospieler, die gar keine Veränderung wollen, weil sie sagen, das, was wir haben, haben wir. Und wenn man die Hürde genommen hat und man hat ein Ziel und man hat Anreize, muss man ja sehen, wirken die richtig. Und in so einem komplexen System hat man immer Wirkung, Nebenwirkung und vor allen Dingen auch unerwünschte Wirkung. Und deshalb ist das Wichtigste, man braucht Transparenz. Man muss sehen, wohin steuere ich mit den Anreizen. Mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, aber auch mit Blick auf Qualität. Und Wirtschaftlichkeit, da haben wir einiges, das können wir einigermaßen beobachten, auch wenn noch viel zu tun ist. Bei der Qualität hapert es. Man kann nicht erkennen, setzt man die Anreize richtig für eine gute Qualität, für eine gute Versorgung. Ja, darlegungsfähige Qualität, das erkennen zu können, halte ich für eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, wenn wir ein Gesundheitssystem wollen, das über Wettbewerb und Anreize gesteuert wird. Man stelle sich vor, man ist Patient und überlegt sich, entscheide ich mich für eine integrierte Versorgung, dann ist es im Moment so, wenn ich ganz gewieft bin und viel recherchiere, dann finde ich raus, oh ja, in dieser Versorgung sinken die Arbeitsunfähigkeitstage, die Leute werden seltener ins Krankenhaus eingewiesen. Und die Pharmakotherapie ist gut. Was ich nicht herausfinden kann, ist, wie sind denn die Patienten da versorgt? Sind sie leitlinienorientiert versorgt? Fühlen sie sich gut, vielleicht sogar besser wie in der Regelversorgung? Oder vielleicht wirklich nur, fühlen sie sich gut versorgt, die Patienten selber, und spiegelt das, was die Patienten selber beobachten, wieder, was die Profis in der Versorgung dann auch an medizinischen Daten erheben. Und wenn man das wissen will, dann muss das Gesundheitssystem noch einen richtig großen Sprung nach vorne tun. Es sind zwar viele unterwegs, also einzelne Kassen wie die AOK, die KBV, das AQUA-Institut, zusammen mit dem GBA mit Blick auf sektorübergreifende Versorgung. Also es gibt an ganz vielen Stellen Anstrengungen, aber keine wirkliche gemeinsame Anstrengung, die uns weit genug nach vorne bringt. Also wir brauchen eine vernünftige EDV-Infrastruktur, sonst kann das Ganze mit vertretbarem Aufwand nicht funktionieren. Und wir brauchen ein gutes Indikatoren-Set, das die Qualität darstellbar macht, auch und gerade aus Perspektive der Patienten. Und wenn das passieren soll, dann muss man bei der nächsten Reform wahrscheinlich einen sehr eindeutigen Arbeitsauftrag formulieren, an dem dann alle auch gemeinsam arbeiten, um zu erreichen, dass wir die Voraussetzung dafür schaffen, ein System über Wettbewerb und Anreize zu steuern.